Was bedeutet das für dich genau, Dezentralisierung in der Medizin? Also Dezentralisierung bedeutet einerseits so, dass jeder für sich anerkennt, dass man das Thema Gesundheit wieder an sich reißt, dass man es an sich nimmt. Gesundheit gehört mir. Wo du auch gesagt hast, ich entscheide für mich, wann bin ich gesund, wann bin ich nicht gesund. Genau. Was habe ich in der Hand dafür? Dass Gesundheit etwas ist, was ich nehme, was ich nicht sozusagen dahin gebe und da kümmert sich jemand um mich. Das ist der Aspekt der Dezentralisierung der Gesundheit, der absolut notwendig ist für jeden. Und dann geht es aber auch um einen wirtschaftlichen Aspekt, wo es darum geht, dass Gesundheitsversorgung sollte auch dezentral freimarktwirtschaftlich auch agiert. Passieren. Und da kann man sicherlich darüber diskutieren, dass ein gewisser Teil der Notfallversorgung, dass der noch zentral organisiert wird, aber ein großer Teil sollte über freimarktwirtschaftliche Angebote passieren. Weil dann wissen halt Leute auch, was für Möglichkeiten gibt es. Ein Portfolio an freimarktwirtschaftlichen, schadfrei ablehnbaren Angeboten. Dann aber ohne diese ganzen staatlichen Regulierungen, wo man dann versucht, irgendwie, also ein freimarktliches Angebot wäre dann auch die Homöopathie, die man ja gerade versucht, irgendwie rauszukegeln, zum Beispiel. Ja, ich sage zum Beispiel den Kritikern der Homöopathie immer, die sagen, ich will, dass die Homöopathie weggeht. Ich so, das Beste, was du tun kannst, ich nenne dir eine Sache, womit die Homöopathie sofort weg sein wird, indem du eine bessere Alternative hast. Wenn du etwas hast, was wirksamer ist, dann wird es dir auf jeden Fall nicht mehr geben. Der Grund, warum es sie noch gibt, ist, weil unter dem Portfolio der Möglichkeiten noch kein Angebot ist, was diesen Menschen besser helfen kann, als das, was sie beim Homöopathen bekommen. Und was ist das denn, etwas, was gerade noch eine notwendige Lösung ist, zu verbieten? Also das ist überhaupt nicht mein Mindset. Ich habe ein sehr, sehr freiheitliches Mindset, was sowas angeht. Und gerade wenn wir danach suchen, wie können wir wirklich echte Lösungen für schwerwiegende Probleme kriegen, weil wir das Thema chronische Erkrankungen ist in unserer Gesellschaft ein massives, schwerwiegendes Problem, dann braucht es möglichst viele Köpfe, die daran mitdenken. Und dann braucht es möglichst viele verschiedene Lösungsansätze, wo sich der Markt, die Menschen frei entscheiden können, möge das beste und wirksamste wirtschaftlichste Angebot gewinnen.